MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Mit Schal und Leidenschaft. Und die Fortuna spielt, ja, an diesem Wochenende gegen Bielefeld. Und Bielefeld ist natürlich der Cresinho. Bielefeld, gibt's das? Ja, es gibt Arminia, ja. Die Alm, und ich darf vertreten, sozusagen. Was nimmst du? Du nimmst Schwarz. Oder Schwarz! Oder? Okay, dann nehme ich logischerweise weiß und dann bastle ich nochmal ein wenig im Team hier rum und guck mal, ob das hier so ungefähr alles hinkommt. Hier seht ihr meine Aufstellung. Also das wäre auch eine Aufstellung, die ich mir mal wünschen würde. Jakunan-Spitze, Sararea links, Body rechts, Demir bei Koch und Bellinghausen dahinter und Schmitz, Bocek, Hagui oder Agi. Und Schauerte hinten und Rensing, ja, ich packe ihn hier rein, aber nur weil er in diesem Spiel wirklich besser ist als im Spiel. Ich bin immer noch, ja, ich kann es dauernd mal sagen für den Unterstall. Und ja, man muss es leider so sagen, Fortuna spielt diese Saison unerwarteterweise gegen den Abstieg. Ich muss mal eben kurz meine Elgato neu schnubbeln. Das seht ihr jetzt hier so in Form eines, noch 5 Sekunden. So. So. Für euch hat das jetzt recht wenig verändert. Für mich hat das halt so viel geändert. Ich habe halt so einen Splitter da drin. Ach du Scheiße. Und irgendwie resettet er sich momentan so ein bisschen. Warum spiele ich hier auf dem Platz mit Schauerte? Raff ich nicht. So. Auf jeden Fall Düsseldorf gegen Bielefeld. Ich werde im Stadion sein. Block 4 kann man mich antreffen am Freitag. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was meine Fortuna macht. Ich werde ohne Robert da sein. Man mag es kaum glauben. Das könnte doch zu argen Problemen führen. Also ich mein, müssen wir mal schauen. Man muss also natürlich so sagen, jedes Mal, während ich mit Robert im Stadion war, haben wir gewonnen. Jetzt ist natürlich die Frage, lag es an Robert oder lag es an mir, weißt du? Da möchte ich jetzt dem Robert natürlich nichts vorwerfen. Aber, man muss trotzdem ehrlich sagen, wir werden es jetzt an diesem Wochenende herausfinden, ob ich der Glücksbringer bin oder ob es der Robert ist. Wäre. Ja, nicht, also, dass man auf so einen aus Gelsenkirchen da angewiesen ist. Ja, es ist schon wirklich hart. Also, wenn man vor allen Dingen den Kader sieht, jetzt haben wir noch irgendeinen Jugendspieler, glaube ich. Ich glaube, ein Jugendspieler, weil das haben wir jetzt noch verpflichtet. Ich finde es sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wie die Fortuna doch nicht macht. Nein, also was die Fortuna wie soll ich sagen, reagiert. Boah, Alter, ohne Witz. Ich muss mal eben kurz Pause drücken. Tut mir leid, weil meine Elgato geht dauernd aus. Ihr seht ein normales Bild. Aber ich muss hier Elgato neu einstellen. Ach so, du hast auf deinem Fernseher dann kein richtiges Bild, ne? Genau, ich habe ein Schwarzbild. Und schaut dann immer, wenn ich quasi über euch rübergeschaut habe, hatte ich ein schwarzes Bild und habe nicht gesehen, was ich gerade gemacht habe. So, es geht weiter. 3, 2, 1, go. Okay, Cresinho ist mal da am Hampeln. Fangen wir nochmal neu an hier, nicht, das heißt. Wieso? Ich bin gerade sowieso hier, also noch nicht wirklich mit Bielefeld im In-Game. On fire oder weiß ich nicht was. Aber jetzt könnte ich wetten. Man muss ganz ehrlich sagen, FIFA 16 ist auch ein Spiel, was mir noch nicht so liegt. Ich habe zwar schon ordentlich Patte drin, ihr habt es ja gesehen bei den ganzen Pack-Openings. Habe ja schon ein bisschen was drin in dem Spiel, aber so wahrlich auf. Da können wir mal hier einen Freistoß für mich pfeifen. Was? Für dich, du unterläufst mich, den armen Jungen, den armen Schmitz. Was? Der Herr Nöte. Mir wird hier der Kopf weggefickt von deinem, ja, Spieler. Das liegt aber an dir selber. Ich glaube nicht, dass er darauf Bock hatte. Starkes Ding. Hier auf den Axel. Und ist wieder mit an Bord? Einfach mal den Sararea. Nee, ich glaube, der ist noch nicht wieder fit. Glaube ich. Mein Gott, ey. Also Demir! Sag mal so, also es kommt ja nicht oft vor, dass die Fortuna Favorit ist, aber zumindest gegen Bielefeld, auch vom Kader stärken jetzt hier bei FIFA, wäre das tatsächlich mal so, ja, der Fall. Ja, aber da wäre die Fortuna bei 90% der Fälle Favorit, leider. Das muss man leider so sagen. Also von unserem Kader her, wenn man sieht, was wir an Personal haben,
Das ist ja nichts Schlechtes. Auch. Oh, dann lässt mal der hier Dings, den kennt ihr doch alle. Hier den Dings. Ulm hier. Vielleicht, habe ich richtig? Ist es Herr Ulm? Ich habe keine Ahnung. Junglas. Ja, die Garantie von Bielefeld in der dritten Liga. Da hat er doch. Ah, nee, das war der Klos. Der Klos hat, glaube ich, immer für. Cresinho, Alter. Das ist phänomenal, ey. Du solltest so ein Quiz machen. Ah, da gibt es noch wesentlich bessere. Also, das ist, ja, aber nicht auf YouTube. Er nimmt ihm den Ball ab. Kannst ja die Leute herausfordern. Dass du nicht von Kicker oder so gesponsert wirst. Ja. Oder dass du nicht eine Kommentatorenkarriere angehst. Die Kommentatorenkarriere funktioniert deshalb eindeutig nicht, weil ich da viel zu sehr mit Ös und Öms und hast du nicht gesehen. Also, ja, da musst du mal, ein bisschen mehr Videos machen und daran ein bisschen arbeiten. Ich meine, bei mir war es ja genauso. Oh. Oh. Da oben müssen wir viel zu viel Luft. Ah, der Bolli ist wieder mit am Start. Das ist natürlich. Mach ihn doch rein! Jawohl! Ah. Da muss der Koch her, der Jucke. Ja, da hat natürlich erster Torwart, der Hesel, noch der alte Wolfgang auch gut pariert beim ersten Mal, aber da ist natürlich machtlos. Ja, gegen diesen Willen. Den kannst du hier mal schön. Da muss er mal, ja, schön. Ja, Kärtchen für den Commander, ja. Düsseldorf 16. Bielefeld 12. Ich glaube, mit dem Sieg könnte Düsseldorf vorbeiziehen. Jetzt die Frage an dich, was hältst du denn von Bielefeld? Weil du hast ja gesagt, du möchtest immer ein kurzes Statement zu dem jeweiligen Verein geben. Also Nöte ist natürlich dem einen oder anderen schon ein Begriff. Also wenn man so die zweite Bundesliga verfolgt, ist der Herr Nöte natürlich schon so ein bisschen in Erscheinung getreten, sagen wir es mal so. Torwartmäßig oder so, gar nicht. Ulm natürlich auch, hier Zöpfchen. Ist für mich aber eine Mannschaft, die ich ehrlich gesagt gar nicht so, ich sag mal vorsichtig, als Gefahrenbringer auf dem Schirm hatte. Weil ich ganz einfach mit einer komplett anderen Saison gerechnet habe, als Fortuna, als es eigentlich ist. So, also Bielefeld ist eine Mannschaft. Boah, Rensing, Junge. Hat er stark geklärt, der Rensing, hat er stark geklärt. Ja, genau. Das war kein Schwein weit und breit von mir, aber hat er stark geklärt. Das siehst du dann in der Zeitung, Rensing. Fantastische Parade. Ohne Rensing. Ich bin in so einem Fortuna-Forum, muss ich auch mal sagen, angemeldet. Und irgendwann ist mir jetzt so, als er uns zwei in der englischen Woche, als er uns wieder zwei Spiele gekostet hat, da ist mir dann irgendwie, ist es mit mir durchgegangen und da habe ich dann mal meinen Unmut freien Lauf getan. Und da habe ich dann erstmal so ein schönes Kontra-Rensing-Kommentar verfasst. Und da krieg ich ohne Scheiß, Alter. Boot und Tast im Rensing. Ja, nein. Er ist ja trotzdem Fortuna und das alles. Aber ich habe ihn nicht rausgeholt. Dieses Schwein, ohne Scheiß. Diese dumme Ratte, Alter. Wenn ihr noch weitere Fragen habt. Michael, wenn du das sehen solltest irgendwie. Ich habe nichts Persönliches gegen dich, ne? Ich habe dich auf der Kürbis gesehen und. Nein. Ah, du sprachst noch vom Nöte. Der Rensing war auch in Nöten. Rensing jetzt immer. Oh. Da muss mal ein Exempel statuiert werden. Schön. Die 19 kommt rein, die 1 geht raus. Faul. So, ich hoffe. Hast du gerade mitbekommen, da sagte selbst der Wolf Fuß, man muss es leider so sagen, es wurde Zeit. Ja. Ja, geballte Fußballkompetenz spricht da wirklich Bände. So, natürlich kein Problem. Ach, das sind diese Fälle, die ich. So, ich was ich mir wünsche. Ich wünsche mir noch nicht mal, dass wir gewinnen. Also klar wünsche ich mir, dass wir gewinnen. Was ich mir aber für die Mannschaft wünsche, ist, dass ein Sararea mal trifft, dass er sich quasi selber belohnt für seine Leistung. Das würde ich mir wünschen. Weil das ist einer, von dem halte ich sehr viel. Jakunan,
Nee, Der könnte ein Sacharia, bitter werden. der soll treffen. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Noch ist die Chance da. Das würde mich freuen. Und ein Demirbay darf auch treffen. Und dann bin ich auch, wenn die beiden treffen, bin ich auch mit einem Unentschieden zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Was soll das denn? Ach, das war nix. Ja, also seitdem Unterstall im Tor ist, auf jeden Fall läuft es besser. Zum Null, ne? Ja, der Unterstall zu Null gesehen. Mann, 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 Mann. Ja, was denkst du denn? Also, wie gesagt, ich bin im Stadion. Ich hoffe, ich tippe persönlich auf ein, da ich drin bin im Stadion, auf ein 2-0. Für die Fortun. Also, ich sag mal so, es wäre zumindest auf alle Fälle nötig, wenn man jetzt mal guckt, was... Nötig? Was, jetzt mal zu gewinnen. Also, das mein, gewinnen ist immer gut, aber... Jetzt noch eine Niederlage, ich meine, dann könnte es auch langsam unten rum ein bisschen eng werden, ne? Ach, also da, pass auf, das ist sowas, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Also ich denke. Ja, nicht, aber das hat sich Dortmund im letzten Jahr keine Sorgen gemacht. Das hat sich, das kann auch mal so eine Spirale. Erst spielt man nicht schlecht, dann hat man nur ein bisschen Pech, ja, dann wird es nach unten durchgereicht, dann ja, ist so ein bisschen Unmut auf allen Seiten und dann ja, kann so eine Saison. Das stimme ich dir zu, aber dafür glaube ich, also meiner Meinung nach, haben wir dafür die zu gute Kadertiefe. Einfach. Sag mal Dortmund. Ja, und pass auf, und das war auch das, was Dortmund den Arsch gerettet hat, dass die Kondition bei einigen Mannschaften zum Ende hin nachgelassen hat. Und dann hat man auch wieder so das ein oder andere, den ein oder anderen kleinen Punkt holen können, der dann wichtig war, um die Mannschaft wieder aufzubauen. Und ich glaube, das wird bei Fortuna auch so sein. Also ich glaube nicht. Wir gehen jetzt durch eine... Ah! Hat er gesehen. Alter, Finne, was hast du für eine Mannschaft, Junge? Hast du die gepimpt oder was? Ja, genau. Bielefeld. Ja, und ein Witz, Alter. Und ich spiele einfach so scheiße. Das kann auch sein. Nee, aber... ich muss gleich den Joker bringen. Ja, genau. Wovon träumst du denn? Ich hab mir jetzt nur gedacht, wenn ich den jetzt auch noch rein, oder? Was passiert dann? Ey, gleich kommt wieder der von Deunen. Sehe ich schon kommen. Die Rothaare, früher Pippi Langstrumpf hier. Ja, komm doch gleich. Mann, 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 Mann. Schön. Bellinghausen. Axel! Axel! Ich hätte zu diesem Zeitpunkt, also in der 60. Minute, hätte er schon ein Mützchen auf, Freunde. Weil der wird glühen, der wird die ganze Düsseldorf könnte da mit Strom versorgt werden, was der an Wärme abgibt da. Was sehen wir bei dir auf dem Kanal? Mainz spielt zu Hause gegen den BVB, auch kein leichtes Spiel. Mainz mögt ihr nicht, ne? Ja, Mount ist halt so ein unangenehmer Mons. Gegner. Mainz. Schön. Ja, 3-1, Alter. Oh, der war natürlich jetzt sehr bitter. Ja, über die Außen sich da irgendwie durchgelackt und dann, ja, schön in die Mitte verschätzt. Torwart, ja, und keine Chance. Und Agi steht schon wieder, was weiß ich wo, ey. Nee, geh doch mal bitte, genau, danke. Es sind keine Pausen mehr verfügbar. Dankeschön. Muss ich mich gleich auf die Fairness von Cresinho verlassen, dass wenn der mal einen ruhigen Moment hat, dass der da ein Päuschen reindrückt. Sie versuchen das Spiel jetzt. Was war das denn, Schmitz? Die Trainer fragen. Auf jeden Fall, was ich bei Fortuna nicht so wahrlich verstehe, ist, dass man, ich meine, es gibt zum Beispiel Kakao, schlau drauf sind Kandidaten, die momentan ohne Job dastehen, die Bock auch haben. Dass man die noch nicht mal irgendwie mit drüber nachdenkt, weißt du? Ja. Drück mal bitte Start. Du nicht, den Ballbesitz? Weil ja, gibt's nicht. Ich kann keine Pausen mehr. Oh. Nee, achso, ich dachte, es geht der Ecke. Oh, boah, hier, Junge. Wenn noch hier irgendwas, aber was ich auf Wanderbietzen. Ja, ist ja auch bestimmt einer, der richtig. Ja.
Also wie gesagt, ich würde es der Fortuna auf alle Fälle wünschen, hier einen guten Heimsieg, um dann voller Elan in die weitere Saison zu gehen, jetzt wo die Länderspiele, naja, okay, die sind noch nicht ganz vorbei, im November gibt es noch sinnvolle Testspiele. Geht mir übrigens voll auf den Sack, diese ganze Länderspielpause und so. Brauche ich nicht. Ja. Ja, ich glaube, das brauchen die wenigsten. Allerdings ist, okay, am allerwenigsten brauchten diese Spiele die Holländer. Na, sorry, das musste mal an dieser Stelle gesagt werden. Was ist denn hier heute mit den Torhütern los? Denken die einfach mal so, hey, heute ist Wandertag. Heute Mal, die haben spiele ich heute mal, heute bin schönes ich mal Wetter. neuer. Rund erneuert. War der noch abseits der Nöte da? Natürlich war der abseits. Schade. Schade. Stark. Hat auch, glaube ich, einen Sprint angesetzt da, ey. Erstmal, das finde ich auch so blöd, dass du da so einen schönen. Wäre der Todesstoß gewesen, so immer Du noch die kriegst gleich einen Möglichkeit. Todesstoß, ey. Ich hoffe nicht. Vorher will ich noch ein Tor machen. Reicht 3-1 hier nicht, oder? Aber ich versuche immer weiter, immer weiter, sagte schon einst, wer war es, Oli Kahn? Oli Kahn. Das ist FIFA, ne? Du weißt, wenn du jetzt Wef. in der 80. das 2-3 machst, dann. Ja, wovon ich aber momentan weitestgehend entfernt bin. War richtig, aber So, weißt soll du, ja auch wo so du den bleiben. eigentlich sehen dürftest? Im Tor, den Ball. Sicher geklärt. Ey, hast du da gesehen? Da wurde rumgeschubst. Nein, das ist Freistoß. Ah, das ist unnötig. Das ist unnötig an der Stelle, Das was ist ich da gut, ist mache. das. Das ist gut. Mal keinen auf die Linie. Aber ich spring hoch. Da, der Wolfgang. Wolfgang Hesel schwingt sich hier auf. Fortunen Ansturm in den letzten Minuten zu. Oh. Eva! Oh, Freistoß. Ja, Freistoß. Komm, Du Wolfgang, mach darfst das keinen noch einmal. draufstellen. Ah. Nein! War natürlich ärgerlich. Boah, ist das widerlich. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Boah, ist das schlecht. Gemacht, das könnte was werden. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Ich wollte, pass auf, ich habe nichts gerührt. Ich wollte einfach nur den Ball direkt so früh wie möglich haben. Da hebt er Ja. das Bein hoch da, als wenn er markieren will. Mann, ey. Kurz gesagt, spiel zu kurz. Ich spiel da kurz Fraura gar nicht. Denn da ist das Entscheidende, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so Entscheidende, aber 4, 4 zu 1. Und das ist gehe ich. Ja, gut. Genau. Was ist das widerlich? Oh, der Spielpause hat anscheinend nicht viel gebracht bei Fortuna. Zumindest nichts Positives. Habe ich eben noch gesagt, der Rensing ist besser im Tor, der Unterstand ist besser hier im Tor. Hier, Mann, ey, ich habe ein Torwartproblem. Das kann man so sagen. So eine Abreibung. 4 zu 1, Freunde, für Bielefeld. Es tut mir leid. Da hier sehen wir nochmal was. Brutal, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Da hängt der wieder. Da krieg ich Ja, gelb, aber. Kevin Kurani ist hier, ne? Der Schiedsrichter. Freunde. In der Höhe definitiv nicht verdient und glaube ich auch nicht, dass passieren wird. Ich tippe auf ein, persönlich gesagt, auf ein 2 zu 0 gegen Bielefeld, vielleicht ein 2-1
und hoffe, dass die Fortuna aus dem Keller kommt. Und ich bin raus. Gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns jetzt gleich beim Krisinium-Kanal. Dort spielt Dortmund gegen Mainz. Tschüss. Genau, kommt schnell rüber. Bis denn.